Ja, hallo zusammen und einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Herzlich willkommen zum nächsten Team-Webinar, das wir diesmal mit einem ganz aktuellen Thema haben, nämlich mit der Digitalisierung. Da geht es allerdings nicht um die Digitalisierung in unserem Alltag, also Fernsehen, Computer und etc. pp., die uns manchmal Freude, aber auch manchmal Schwierigkeiten bereitet, sondern es geht um die Digitalisierung im Praxisalltag und damit beschäftigen wir uns auch in unserem aktuellen Heft. Ich muss jetzt mal ganz kurz umschalten. Hoppala. Also Digitalisierung Praxis 4.0 ist das aktuelle Thema heute Abend und dazu wird es auch gleich einen schönen Vortrag geben von unseren Expertinnen. Das ganze Thema haben wir auch im letzten Heft oder im aktuellen Heft aufgegriffen. Das kann man auch sehr gerne auf unserer Webseite nachlesen, www.dental-team.de. Dort ist auch das Heftarchiv enthalten, wo man das als PDF nachlesen kann. Aber ich hoffe, die meisten von Ihnen werden das auch zu Hause haben. Dann noch eine kleine Information zum Prozedere. Das Webinar wird aufgezeichnet und von uns im Anschluss auch auf unsere YouTube-Seite gestellt und auch natürlich dann überall beworben, dass man das auch nicht verpassen kann. Während des Vortrags gibt es außerdem die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Das geht über diese Chat-Funktion, die man rechts im Fenster sieht, wenn man hier teilnimmt. Dort einfach gerne Fragen schreiben. Ich nehme diese dann auf und am Ende machen wir dann eine Fragerunde mit den Referentinnen. Dann hat uns in den vergangenen Webinaren oder nach den vergangenen Webinaren öfters die Nachfrage nach einer Teilnahmebestätigung erreicht. Und jetzt die gute Nachricht ist, es gibt jetzt auch Teilnahmebestätigungen in Kooperation mit der DGDH. Diese kann man ab sofort dann per Mail bestellen. Einfach eine E-Mail mit dem Begriff oder mit dem Stichwort Webinar Digitalisierung oder Digitalisierung an die Adresse team@ärzteverlag.de schicken. Damit man das auch bekommt, wird am Ende des Vortrags, beziehungsweise nachdem unsere Referentin mit ihrem Vortrag fertig ist, wird von mir eine sechsstellige Zahl eingeblendet. Die müsste man sich dann notieren und die dann in dieser Mail mitschicken und dann bekommt man ein PDF zum Ausdrucken und das kann man sich einfach seinen Namen eintragen und dann hat man die Teilnahmebestätigung. Wem das jetzt so schnell gegangen ist, keine Angst, ich wiederhole es am Ende des Webinars noch einmal, so dass wir dann nochmal die E-Mail-Adresse auch nochmal anzeigen, so dass man da weiß, wo man sich hinwenden kann. Ja, dann kommen wir noch kurz zu einer Vorstellung. Mein Name ist Sven Skopin. Ich mache das hier in der Moderation wieder. Ich bin Redakteur im Deutschen Ärzteverlag seit vielen Jahren und verantwortlich auch redaktionell für Dental Team und den Online-Auftritt dental-team.de und auch die Social-Media-Auftritte die wir bei Facebook und Instagram haben und bei YouTube. Jetzt kommen wir aber zur Referentin. Das ist die Sophia Hilinski, Dentalhygienikerin aus Berlin. Sie ist seit 2018 Dentalhygienikerin und hat die Prophylaxabteilung in die Praxis Mitte von Dr. Trojan und Dr. Erdmann in Berlin mit aufgebaut. Ihre Schwerpunkte liegen vor allem in der Prophylaxe und UPT. Die zweite Referentin, die vor allen Dingen uns in der Fragerunde noch begleiten wird, ist die Silvia Friesmann. Die meisten kennen die Silvia schon, da muss ich jetzt auch nicht viel vorstellen, glaube ich, ne? Erste Vorsitzende der DGDH, leitet die Prophylaxeabteilung in Dortmund bei den Doktoris Strenger und ist auch Gründerin von parostatus.de. Ja, dann würde ich sagen, ohne lange. Nein, das ist die nächste Folie, genau, ohne lange jetzt eher noch zu quatschen. Sophia, möchtest du anfangen? Dann teile doch uns einfach mal deinen Bildschirm mit deiner Präsentation und dann sehen wir uns später wieder. Halt, Ja. stopp! Habe ich das ganz vergessen. Sorry, das war jetzt natürlich, jetzt war ich mal zu vorschnell. Dann müssen wir mal zurück, denn ich habe nämlich die zweite wichtigste Person vergessen. Bevor du loslegst, wollte die Silvia natürlich auch noch ein paar Worte von dir. Entschuldige bitte. Hatte ich mir ja so abgesprochen, das machen wir doch. Das dürfen wir nicht vergessen jetzt hier. Alles gut, lieber Sven. Ja, auch von mir herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Und schon geht's los mit Sophia. Wir wollen jetzt gar nicht lange vorreden, ne? Gut. Wir Sophia, freuen deine uns. Bühne. Genau. Alles klar. Dann teile ich jetzt erstmal meinen Bildschirm. Kleinen Moment, damit wir das auch alles haben. Genau, und dann können wir auch schon loslegen. Das Thema heute, wie Herr Skopin schon gesagt hat, Digitalisierung in der Zahnarztpraxis. Also ich möchte euch heute quasi zeigen, wie es bei uns in der Praxis abläuft mit der Digitalisierung,
wir sind relativ digital unterwegs schon. Und ja, genau, möchte ich euch heute einfach einen kleinen Einblick dazu geben. Nochmal ganz kurz zu mir. Ich bin Sophia Helinski, ich bin 30 Jahre alt und wie Herr Skopin schon gesagt hat, arbeite ich in die Praxis Mitte im Herzen von Berlin. Ja, wo wären wir heute ohne die Digitalisierung? Das stellt sich immer häufiger die Frage. Und würden wir vielleicht noch mit einer Kutsche fahren anstatt eines Autos oder würden wir gegebenenfalls Briefe schreiben anstatt einer SMS oder einer WhatsApp-Sprachnachricht? Wir wissen es nicht, aber ja, es kommt immer mehr auf uns zu und damit wollen wir umgehen. Und es ist ja auch alles nicht immer unbedingt total schlecht in der Digitalisierung. Und hier sind ein paar Punkte, weil die Digitalisierung nun mal allgegenwärtig ist in unserem Alltag. Und auf einige Punkte von diesen hier aufgezeichneten werde ich zu sprechen kommen, zum Beispiel bei der Bewerbung und der Stellenausschreibung, auch bei Social Media, zum Beispiel Instagram und Facebook, Werbung und Patientenakquise, Terminvergabe. Prophylaxe ist bei uns sehr, sehr digital. Das, wie gesagt, werde ich auch nachher nochmal drauf zurückkommen. Die Instrumentenaufbereitung, also die digitalisierten Hygieneketten, Röntgen, ja, genau, ich will nicht alles vorwegnehmen. Und ich würde einfach gleich starten mit den Bewerbungen und Stellenausschreibungen. Also einen kleinen Schwung nochmal aus meiner Sicht. Ich habe mich in dieser Praxis auch über Facebook beworben, beziehungsweise habe die Stellenausschreibe in einer Facebook-Gruppe bei Facebook gefunden und habe mich dahingehend dann über Facebook halt an die Praxis gewandt, habe eine E-Mail geschrieben, meine Bewerbung hingeschickt und ja, jetzt bin ich schon fast anderthalb Jahre dort. Also ja, es ist halt auch bei Instagram machen wir jetzt viel Werbung beziehungsweise schreiben unsere Stellen aus. Dort kann man dann einfach hochswipen und kommt dann zu dieser Information. Dort kann man dann seine Daten hinterlegen und ab wann man erreichbar ist. Ich habe das hier mal kurz ausgefüllt, damit Sie das sehen können. Und dann meldet sich die Praxis einfach bei uns zurück oder bei denjenigen, die das dort eingegeben haben. Genau. Und es geht halt nicht nur so, es geht auch über andere Plattformen im Internet, wie zum Beispiel auch Zanifinder. Und dort ist es so, dass Angestellte oder suchende Angestellte sich dort ein Profil einrichten können, so wie die Praxis natürlich auch, die sucht. Und dann wird es wie bei Tinder sozusagen, wird das Match gesucht, also von den Angaben der Praxis und der Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer werden dann die meisten zusammenhängenden Punkte gesucht und hoffentlich dann auch gefunden. Genau. Und es ist so, dass, wie gesagt, auch wir viel Werbung über Social Media machen. Gerade bei Instagram sind wir sehr aktiv mit der Praxis und dort können wir auch oder generieren wir auch sehr viele Patienten über Instagram. Also das ist eigentlich eine super Sache. Man kann dort die Praxis vorstellen, man kann die Ärzte vorstellen und das alles in einem netten Rahmen. Man kann dort seine Leistungen vorstellen in netten kleinen Videos oder halt auch auf aktuelle Themen einfach eingehen, die Patienten interessiert. Oder was man für Leistungen hat, die man anbieten möchte oder die man anbietet. Genau, und dort können sich die Patienten einfach einen kleinen Einblick holen und dann entscheiden, ob sie
uns einen Besuch abstatten möchten. Genau. Und so wie bei Instagram, wie man Praxen suchen kann, so ist es auch auf anderen Plattformen, wie zum Beispiel auch bei ParoStatus. Wir arbeiten mit ParoStatus und ich möchte das persönlich auch in der Praxis überhaupt nicht mehr missen. Und viele Patienten kennen ja ParoStatus jetzt auch schon. Und es ist einfach so, dass man eine Online-Zahnarztsuche hat bei ParoStatus und dann gibt man zum Beispiel die Postleitzahl ein und dann sieht man in der Region die Praxen, die ParoStatus haben. Also es ist nicht nur für die Patienten gut, sondern auch für die Mitarbeiter in den Praxen, die zum Beispiel wechseln wollen oder wie auch immer oder neue Praxen suchen möchten, wo sie arbeiten möchten und nicht auf ParoStatus verzichten wollen. Genau, da kann man halt auch gut bei ParoStatus direkt auf der Seite schauen. Genau, und wenn man dann eine Praxis gefunden hat, die man gut findet, und dann kann man ja auf die Website der Praxis gehen und kann sich da natürlich auch gleich, wie bei uns zum Beispiel, online einen Termin ausmachen. Hier habe ich das zum Beispiel nochmal kurz eingegeben. Also man sucht einfach die Praxis, geht auf die Website der Praxis und kann dann schauen, wo man die Termine online vereinbaren kann. Und geht dann ganz einfach auf Online-Termine buchen, gibt an, in welchem Zeitraum man Zeit hat, welche Art der Behandlung man möchte, ob man nur eine Kontrolluntersuchung möchte oder ob man eine Kontrolluntersuchung mit der Prophylaxe in Kombination haben möchte. Dann gibt man einfach seine E-Mail-Adresse ein, meldet sich kurz an und schon ist der Termin in unserem Terminbuch in der Praxis verzeichnet. Und man kann sich dann eine Erinnerung per SMS schicken lassen, beziehungsweise kriegt dann auch noch eine Bestätigungs-E-Mail, dass alles glatt gegangen ist, also dass der Termin gebucht ist. Und dann erwarten wir sie zum Termin, die Patienten. Genau. Dann ist es so, wenn die Patienten zu uns in die Praxis kommen, begrüßen wir diese natürlich nett und lesen die Karte ein und haben die Anamnese bei uns über das iPad. Das heißt, es ist ein ganz normaler Anamnesebogen, wie man diese vom Papierform kennt, aber halt auf einem iPad verzeichnet. Das kann der Patient dann einfach ausfüllen. Und das ist eine App auf dem iPad und die ist dann gekoppelt mit unserem Abrechnungsprogramm. Und dann können wir einfach den ausgefüllten Anamnesebogen auf unser Abrechnungsprogramm ziehen und haben somit Papier gespart, müssen die Anamnesebögen nicht abheften, müssen nicht lange irgendwas umtragen und eintragen. Und ja, es ist einfach wieder eine Zeitersparnis. Und es kommt auch recht gut bei den Patienten an. Ja, dann, wie ich schon eingehend sagte, dass ich sehr digital in der Prophylaxe unterwegs bin. Also ich gebe meine PA-Befunde alle über das Headset ein, kann dieses natürlich auch über das iPad machen, aber über das iPad gebe ich meistens meinen Prophylaxekreis ein. Das heißt, dass ich dort meine Hygieneindizes aufzeichnen kann und auch die Pflegeprodukte für die Patienten einpflegen kann und die Interdentalbürsten eingeben kann, wo der Patient mit welcher Bürste putzen soll, wie man das hier in der
auf der Folie sieht. Und dann, wenn ich diesen Prophylaxe-Kreislauf mit dem iPad durchgegangen bin, kann ich dann dem Patienten eine individualisierte App mit an die Hand geben, die er dann zu Hause sich runterladen kann, oder er hat sie schon runtergeladen und dann kann er die mit meinem QR-Code auch aktualisieren auf dem Telefon. Das zeige ich Ihnen gleich nochmal. Genau, und das finden die Patienten auch immer sehr spannend. Und hier zum Beispiel habe ich die Befunderhebung mit dem iPad. Da kann ich zum Beispiel den PA-Status eingeben oder halt auch diesen Prophylaxekreis, von dem ich eben schon erzählt hatte. Kann die Patienten aber auch mit Bildmaterial über zum Beispiel eine Gingivitis oder eine Parodontitis aufklären, sodass sie das einfach noch besser verstehen. Und dazu habe ich ein kleines Video vorbereitet, das Herr Skopin einmal bitte anstellen soll. Genau. Und das ist dann auch, also das mit dem iPad haben Sie ja eben gerade gesehen. Und dann kann ich das natürlich auch mit dem Headset machen, wie ich eben schon sagte, dass ich meine PA-Befunde auch gerne mit dem Headset eingebe. Dann kommt eine Rückkopplung von Parostatus und ich weiß genau, wo ich bin und ich brauche auch nicht auf den Bildschirm zu schauen. Dazu habe ich auch ein kleines Video vorbereitet, das Herr Skopin bitte auch nochmal anstellen möchte. Sondierungstiefe. 2, 2, 2, 3, 2, 1, 2, Blutung, Vestibulomesia, Vestibulär, Mesial, Gesamt, Gingiva-Verlauf. Minus 1. Minus 1. 0. 0. 0. 0. 0. Genau. Das war die Eingabe mit dem Headset. Das ist auch sehr simpel. Man muss sich so ein bisschen einfuchsen. Man hat ein paar Schlagwörter, die man braucht. Aber dann läuft es quasi wie von selbst. Und der Patient sieht halt oder hört halt auch die Sondierungstiefen und ist gleich im Bilde und fragt nach und es ist sehr interaktiv dann. Genau, hier sehen wir nochmal den Prophylaxekreis, den ich mit dem iPad eingebe. Ich habe ein Einführungsgespräch. Wie gesagt, ich kann die Bürstchen alle eingeben. Dann sehen wir hier klein noch neben den Bürstchen meine Empfehlung, meine Mundhygiene-Empfehlungstipps, die Produkte. Dann haben wir hier auch noch kleine Videos, die wir den Patienten in der App mit an die Hand geben. Wir können dann einklicken. Sophia, du müsstest nochmal den Bildschirm teilen, entschuldige. Ach so, ja. Natürlich.
So, jetzt. Dann gehe ich noch mal einmal zurück. Perfekt, so ist es. Also, sehr schön. Genau. Also, dann sieht man hier noch mal die digitale Prophylaxe mit der App. Also dieses Einführungsgespräch, was wir hier im hinteren Formular sehen. Dann, das ist wichtig für die Risikobeurteilung. Dann hier, wie gesagt, die Bürstcheneingabe und dort daneben die Mundhygieneartikel, die ich dort eingeben kann und die Patienten dann auf der App mit integriert haben. Und hier sehen wir auch im hinteren Blatt oben die Interdentalbürstenanwendung, die wir dem Patienten dann nicht nur beschreiben und im Mund zeigen können, sondern er kann das auch nochmal zu Hause ganz in Ruhe nachvollziehen, wie wir es meinen. Oder halt auch mit der Fokationsreinigung. Das kann er besser nachvollziehen, wenn er es einfach einmal sieht. Und dann sehen wir hier im vorderen Blatt die Risikobeurteilung und das ist wie ein Ampelprinzip. Rot ist schlecht und grün ist gut. Und man sieht auch gleich den nächsten Terminvorschlag. Das sieht der Patient halt auch in seiner App. Und ich erkläre den Patienten dann nach der Prophylaxe immer nochmal die Profile von oder den, das Profil von ihm. Und wie vorhin schon gesagt, kann er dann mit seinem Handy den QR-Code scannen. Und hat dann alle Produkte, Hilfsmittel und wie auch immer, also alles, was ich in der Prophylaxe-Sitzung in die App, in das Computerprogramm eingepflegt habe und dem Patienten gesagt habe, hat er dann auch nochmal in der App. Genau, das kommt sehr gut an und alle freuen sich darüber, gerade die Hilfsstellung mit den Interdentalbürsten, wenn es doch mal nicht nur eine ist, sondern vielleicht zwei oder drei und man dann einfach genau sehen kann, wo welche Bürste in welchen Zwischenraum eingefügt werden muss. Ja, dann kommen wir auf die Instrumentenvorbereitung. Entschuldigung, ich muss einmal einen kurzen Schluck trinken. Dann kommen wir auf die Instrumentenaufbereitung, also eine digitalisierte Hygienekette. Das ist bei uns so, dass wir, also dass jede Mitarbeiterin von uns einen Login-Code hat. Wenn der Steri dann fertig ist, gibt die Mitarbeiterin ihren personalisierten Login-Code ein und kann dann die Chargenindikation, also ob die erfolgreich umgeschlagen ist, ja oder nein, also im besten Fall ja, anklicken. Und dann fragt der Steri noch, ob die Charge freigegeben werden kann. Das klickt man auch im besten Fall mit ja an. Und dann gibt man noch ein, wie das Haltbarkeits-, also wann das Sterilgut abläuft, also wann die Haltbarkeit des Sterilguts abläuft und wie viele Etiketten, Ausdrucke man braucht, also wie viele Instrumente im Steri gewesen sind. Und dann kriegt man einen Etikettenausdruck. Dort sind die Chargennummer, das Sterilisationsdatum, das Ablaufdatum, die Gerätetypangabe, die ID der Mitarbeiterin und ein Barcode drauf zu erkennen. Genau, der Barcode ist wichtig, wenn wir den Aufkleber auf das Instrument kleben, können wir zum Beispiel in der Behandlung, haben wir einen Scanner am Computer, und können dann einfach den Barcode abscannen und dann ist alles, was dort verzeichnet ist, dann in der Patientenakte. Also man kann es natürlich
Man kann natürlich auch den Aufkleber nehmen und in die Patientenakte kleben, ne? Aber wenn man halt nur noch digitalisiert ist, kann man das auch super einfach abscannen, hat nicht mehr das ganze Geschreibe auf die Papiertüten und halt einfach wieder eine sehr, sehr gute Zeitersparnis, die man da hat. Und man erkennt natürlich, man hat natürlich eine komplette Kette, wo man genau erkennt, war das jetzt erfolgreich, die Sterilisation, wer hat es freigegeben und so weiter. Also das ist halt sehr aufschlussreich dann auch, ne? Und eine gute Dokumentation. Dann kommen wir auch auf das Thema Röntgen. Jeder, also viele kennen wahrscheinlich noch dieses tolle Teil, in Anführungsstrichen toll. Ich kenne es auch noch aus meiner Lehrzeit, zum Glück nur aus meiner Lehrzeit. Ich fand es immer nicht so richtig toll. Erstmal jeden Montag dann wieder die neuen Lösungsmittel ansetzen und die Temperatur jeden Tag messen. Und dann hatten wir den einmal irgendwie vorm Fenster stehen und dann war die Temperatur nicht gut und dann waren die Bilder nicht gut. Ja, also es gibt relativ viele Nachteile bei dieser Art des Röntgens. Zum Beispiel, wie schon gesagt, das Ansetzen der Lösung. Das ist halt auch eine Umweltbelastung. Dann muss man halt jeden Tag die Temperatur messen, dass man eine konstante Temperatur hat, dass man halt gute Bilder bekommt. Man muss relativ lange warten auf die Röntgenbilder und hat eine höhere Strahlenbelastung als zum Beispiel bei dem digitalen Röntgen, wie wir das hier zum Beispiel sehen. Bei dem digitalen Röntgen gibt es mehr Vorteile als Nachteile und gerade halt der Vorteil bei der Zeitersparnis, ne? Und es geht halt schnell und man hat das Bild schnell und genau, man kann schnell Befunde herauskristallisieren und wie wir sehen, geht das Bild dann einfach in den Entwickler und braucht nicht lange und dann haben wir es auch schon auf dem Computer. Man hat hier Vorteile, also wie eben schon mehrfach gesagt, eine Zeitersparnis. Man hat keine Chemikalien in der Entwicklung. Man hat keine Bildungenauigkeiten. Wenn man mal Bildungenauigkeiten hat, kann man durch verschiedene Tools in den Röntgenprogrammen auch da noch ein bisschen dran spielen und an die Bilderkennung, also mit Kontrasten und so weiter kann man arbeiten und kann da auch bessere Befunde noch mit angeben. Und man hat halt eine minimale Strahlenbelastung, was natürlich den Patienten im Endeffekt am meisten interessiert. Genau, dann würde ich gerne auch noch auf die Kommunikation mit dem Techniker beziehungsweise auch der Herstellung von Zahnersatz zu sprechen kommen. Also es ist so, dass wir in der Zahnarztpraxis ein Labor haben, ein Eigenlabor haben und wir festgestellt haben, weil wir viel, viel scannen, anstatt mehr scannen als Abdrücke zu nehmen, dass man eine bessere Passgenauigkeit hat, also weniger Fehler als beim Abdrucknehmen hat, dass der Online-Datentransfer einfach Zeitersparnis wiederbringt und Transportwege spart. Wir haben jetzt nicht weite Transportwege in unser eigenes Labor, aber wenn wir mal mit einem anderen Labor arbeiten, auch da spart man sich einige Gänge. Dann ist es natürlich auch ein Komfort für den Patienten, weil wenn dieser vielleicht auch wenig Zeit hat, kann man zum Beispiel eine Krone auch in wenigen Stunden erstellen und man hat bessere Hygienemaßnahmen. Gerade in der heutigen Zeit, ist es halt super wichtig und man braucht nicht die Abdrücke in irgendwelche Desinfektionsbäder legen und so weiter. Man kann halt einfach scannen und kann dann einen neuen Aufsatz für den Scanner nehmen und schon hat man
das geregelt und ein sehr gutes Hygienekonzept. Genau. Und dazu habe ich auch ein kleines Video vorbereitet. Hier sehen wir, wie unsere Mitarbeiterin scannt. Dann kann man das am iPad oder am PC generieren und dann in die Fräse eingeben. Und der Techniker kann dann die Krone noch anmalen und diese dann brennen. Also, und dann, wie gesagt, hat man die Kronen oder Brücken in wenigen, also wenn man das möchte, in wenigen Stunden fertig. Aber das alles, was ich jetzt heute oder in den letzten 20 Minuten erzählt habe, geht natürlich nicht, wenn man keine Einverständnis vom Patienten hat. Das heißt, es ist immer wichtig, dass man eine Datenschutzgrundverordnung von dem Patienten unterschreiben lässt. Das ist einfach eine Vorschrift zum Schutz der Personen, der natürlichen Person, und dass man einfach eine Verarbeitung der personenbezogenen Daten hat und abgesichert ist. Das ist einfach, dass man abgesichert ist, dass der Patient abgesichert ist, dass wir abgesichert sind. Und diese Datenschutzgrundverordnungsschreiben kann man sich zum Beispiel auch auf der Homepage der jeweiligen Zahnärztekammer herunterladen. Hier jetzt zum Beispiel bei uns die Zahnärztekammer in Berlin, da gibt es Vordrucke. Dann lädt man sich das einfach runter und kann dann mit gutem Gewissen den Patienten das unterschreiben lassen. Und man macht ja auch keinen Unfug mit den Daten. Man möchte ja einfach nur vernünftig und nach bestem Gewissen behandeln. Genau. Und ja, die Digitalisierung ist ein Wandel, der wahrscheinlich nicht mehr aufzuhalten ist. Und obwohl es für manchen wirklich Fluch und Segen zugleich ist, kann man wahrscheinlich modern und fortschrittlicher seinen Patienten die bestmögliche Zahnbehandlung nicht mehr anders bieten. Also ist dieser Prozess nicht, also kann man sich diesen Prozess einfach nicht mehr entziehen. Wichtig ist, dass man diesem Wandel einfach sehr, sehr positiv entgegensteht, natürlich auch mal Kritik äußern kann. Und ja, nicht jeder Prozess muss natürlich digitalisiert werden. Das ist ganz klar. Aber es ist natürlich so, wo wären wir heute ohne die Digitalisierung? Ja, und das war es von mir schon. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Und falls noch Fragen nach der Fragerunde aufkommen sollten, können Sie mich auch gerne erreichen unter meiner E-Mail-Adresse. Und ich würde mich natürlich freuen. Vielen Dank. Super. So, Sophia, hallo. Ja, hi. Ja, vielen Dank erstmal für den tollen Vortrag. Sehr gerne. Das war schon zusammengefasst. Wir haben natürlich ein paar Fragen und ich würde sagen, die Silvia schaltet sich auch wieder dazu, das ist ja auch schon super. Mhm. In der Dreier- oder Vierer. Ich nicht immer nur den, der spricht. Dann lass uns doch vielleicht erstmal versuchen, die ersten Fragen zu beantworten, die jetzt eher zum Vortrag kommen. Und ich habe auch noch ein paar. Also eine Kollegin hatte gefragt, wie denn die App für die Anamnese heißt, die ihr verwendet. Die App für die Anamnese, das ist eine sehr gute Frage. Und tatsächlich verwenden wir sie jeden Tag. Gehört die zu Dampf, weil ihr arbeitet mit Dampfstoff, gehört die dazu oder ist das eine extra App? Gehört dazu, Ja, die gehört dazu, genau. Die gehört zu Dampfstoff dazu. Also gerne vielleicht nochmal einfach per E-Mail schreiben, dann kann ich das morgen sofort eruieren und sofort eine Nachricht zurückschreiben. Alles klar. Gut, dann gibt es noch eine Frage zu PAO-Status. Also gut, dass die Silvia auch dabei ist. Ne? Da war ja die Frage, ob denn das Programm auch nicht nur ausschließlich für die PA ist, sondern auch für die 01er-Status oder die KFO etc. pp. Funktionieren würde für die Eingabe oder ob das auf Prophylaxe und PA begrenzt ist.
Ja, also die Sprache, es geht ja in Richtung Spracheingabe. Die 01 wird von vielen Verwaltungsprogrammen schon mit rübergenommen. Das heißt also, je nachdem, wie die Schnittstelle ist, werden die fehlenden Zähne, die Kronenbrücken etc. schon mit über eine Schnittstelle rübergenommen. KFO-Befunde gehen damit nicht, sondern nur PA. Befunde natürlich, Prophylaxebefunde, Indizes etc., ne? So wie es die Sophia gezeigt hat, ja. Okay. Dann, Sophia, die Frage nach dem Scanner, den ihr verwendet, für die Abformung, was das für einer ist und wie lange so eine Abformung mit Scanner ungefähr dauert. Also das geht sehr, sehr zügig. Ich mache es ja jetzt persönlich nicht, eigentlich gar nicht. Ja. Weil ich halt nur in der Prophylaxe tätig bin. Aber ich kriege es ja mit. Also das dauert keine 5 Minuten, also 2, 3 eher. Und der Scanner, wie der genau heißt, kann ich leider auch nicht sagen. Der ist aber über und also wie gesagt, ich kann es nicht genau. Okay. Ja, also es gibt ja, ich meine, wir brauchen jetzt auch nicht groß Werbung für machen für Geräte, weil im Endeffekt gibt es welche von FreeShape und von, keine Ahnung, von Straumann und wie sie alle heißen und so, ne? Also da gibt es ja die unterschiedlichen Geräte. Ich glaube, die sind ja auch mittlerweile auf einem ähnlichen Stand eigentlich. Wenn ansonsten vielleicht mal auf dentalmagazin.de bei meiner Kollegin Anna Barus gucken auf der Seite, da gibt es auch so eine Scannerübersicht oder das ist auch mal. Haben wir auch schon was drüber gemacht oder das mal googeln, also da wird man sicherlich auch fündig. Jetzt wird noch eine Frage zum, der Code wurde übrigens noch nicht eingeblendet, keine Angst, der kommt noch, ja. Alle schon am Ball bleiben hier. Paro-Status, ob das auch mit Charlie kompatibel ist, auch mit dem Headset ist die Frage. Ja, perfekt, kompatibel. Also bei uns in der Praxis, wir arbeiten auch mit Charlie. Da gibt es eine wunderbare Schnittstelle, die sehr, sehr gut funktioniert. Und man öffnet den Patient aus Charlie, nimmt dann seine Daten auf, auch gerne mit dem Headset und überträgt dann die abrechnungsrelevanten Daten wieder zurück nach Charlie, liest die quasi ein mit einem Mausklick. Es geht sehr gut. Okay. Sophia, vielleicht noch mal eine Frage zu dem Thema Patienten. Du hast ja auch gesagt, heißt die App eventuell Athena? Birgit. Ach, guck mal. Das kann gut sein. Ja, gut, aber das ist jetzt nicht Riesenentscheid. Noch eine Frage zu den Patienten. Wenn ihr ältere Patienten habt und ihr seid ja offensichtlich eine sehr moderne Praxis da in Berlin-Mitte, mit Anamnese über iPad und so weiter, wie kommen die denn damit klar? Also ich meine, ich kann mir vorstellen, so jüngere Patienten, ich meine, Berlin-Mitte wird wahrscheinlich auch viel junges Publikum sein, aber es sind ja auch was ältere Patienten mal und es gibt auch viele Praxen, die ältere Patienten behandeln. Wie reagieren die denn, wenn die dann so ein iPad in die Hand gedrückt bekommen? Brauchen die dann Unterstützung oder ist das so selbst erklärt, dass das immer geht oder wie? Also ganz, ganz viele Patienten, auch im hohen Alter, die sind total digital. Also da braucht man meistens überhaupt nichts erklären. Und bei denen, die halt wirklich nicht zurechtkommen, dann macht man das halt mit denen. Ne? Das ist halt eine Sache von 3 Minuten und dann kommt man da ja auch durch. Okay. Genau. Ich muss übrigens mal ganz doll loben, deine Filme waren ja alle Corona-konform bereits. Also brandaktuell sozusagen, ne? Also sehr löblich, also auch mit dem Sichtschutz und dem Mundschutz und allen FFP2-Maske. Ja, mein Patient hatte nur kein Mundschutz drauf. Der Schlingel. Der Schlingel, na gut. Den knöpfen wir uns nächstes Mal vor. Ja. Hier wird noch gefragt, wie das Programm mit der Terminvergabe heißt, was ihr verwendet. Wird auch zu Samstag wahrscheinlich dann, ne? Oder habt ihr einen Programm mit der Terminvergabe? Ja, für die Online-Terminvergabe, die ihr über Handy macht und so. Das ist einfach über Dumpsoft auch, genau. Ja. Und dann also eingefügt, ja. Also ich habe schon was von Dr. Lib auch schon mal bekommen, also da gibt es ja auch verschiedene. Ja, nee, Dr. Lib ist es nicht. Nee, okay. Nee, das ist über Dumpsoft, online, genau. Gut. Jetzt macht ihr ja relativ viel mit Social Media in der Praxis offensichtlich. Wie ist das denn, sind dann auch die Mitarbeiterinnen daran beteiligt? Machen das nur die Chefinnen eher oder die Chefs? Oder wie ist das bei euch so geregelt? Also bei uns ist es so, dass es eher die Chefinnen machen. Genau. Natürlich, wenn sich die
Helferinnen einbinden möchten, dann stehen denen natürlich alle Türen offen. Mhm. Ich hab auch eine kleine Instagram-Seite und also wir befruchten uns da gegenseitig sozusagen. Mhm. Genau, und das ist natürlich gerne gesehen. Ja, schön. Lass mich mal kurz gucken, ich hatte mir noch was aufgeschrieben. Genau, Datensicherheit, das hast du ja schon genannt, glücklicherweise, ne? DSGVO, also Datenschutzgrundverordnung, ist das A und O, das heißt, ohne das geht gar nichts, ne? Wie, jetzt muss man so eine Praxis, wenn die jetzt relativ digital arbeitet, ja auch ihre Daten irgendwo absichern und so. Wie ist das bei euch? Also gab es da schon mal Probleme oder ist das irgendwie, läuft das, ich meine, ich kann einfach nur davon reden, vom letzten Webinar, was digital nicht funktioniert hat, ja, also ich weiß, das spricht aus Erfahrung leider, das Meeting-Webinar kann ich schon nochmal Werbung machen, das findet diese Woche Donnerstag in der Wiederholung statt, das sollte eigentlich vor 2 Wochen sein und das ist ja dann auch leider aus technischen Gründen, die konnte das nicht stattfinden und das passiert ja auch mal, das ist natürlich klar, ne? Digital ist manchmal anfällig, also wie sind da so deine Erfahrungen im Alltag? Also wir haben einen IT-Spezialisten, der sich darum kümmert. Und wenn wir da Probleme haben, dann läuft bei denen das Telefon heiß. Und also damit müssen wir uns zum Glück nicht so richtig doll beschäftigen, weil der das alles für uns macht. Mhm. Zum Glück. Ja. Aber also Datenverlust oder sowas hatten wir zum Glück noch nicht. Mhm. Super. Obwohl ja sehr viel digital bei uns läuft, aber das war noch nicht und wir sind, haben da auch irgendwie 50 Millionen Backups und weiß nicht, was da alles. So genau stecke ich da auch nicht drin. Ich bin froh, wenn es funktioniert. Ja, das glaube ich. Silvia, du bist ja auch schon ein bisschen länger mit dabei. Du kennst ja noch die Röntgensachen, die Sophia gezeigt hat. Die kennst du ja noch nicht nur aus deiner Lehre mehr, aber vielleicht wahrscheinlich schon, aber auch aus deiner Arbeit in den letzten Jahren in den Praxen. Ich weiß nicht, wie macht ihr das in Dortmund? Seid ihr auch schon digital da in dem Bereich? Ja, wir sind schon lange digital im Bereich Röntgen, weil es hat so viele Vorteile. Also ich erinnere mich an diese Rollengestelle, das war furchtbar, weil dann gab es nämlich auch irgendwelche Ablagerungen, wenn man das nicht ordentlich gemacht hatte, dann hat man irgendwelche Punkte und Streifen auf den Röntgenbildern. Also das war wirklich Stress. Außerdem waren diese Chemikalien auch sehr übelriechend, ehrlich gesagt. Das war auch nicht so schön. Also Digitalisierung hat gerade in dem Bereich wirklich viele, viele Vorteile. Mhm. Also ja. Jetzt haben wir ja so viele Bereiche gesehen, in denen das jetzt schon Einfluss findet in der Praxis, ja, also Röntgen, in der Prophylaxe und Parodontalbehandlung, auch in der Hygienekette und so weiter. Der Hauptfaktor, wenn ich das so richtig raushöre, ist ja eigentlich Zeitersparnis, ja, also oder ich sag mal Prozessoptimierung vielleicht sogar ein bisschen, ja, wenn das auch so ein böses Wort ist eigentlich, aber ist auch sehr vorteilhaft in diesen Richtungen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, gerade auch die Hygiene im Hygieneraum, das ist ja total wichtig, dass wir da gute Prozesse haben und dass diese Prozesse nachvollziehbar sind. Und dass die Steris zum Beispiel die Temperatur halten, dass das nachverfolgt werden kann. Auch wer die Freiübergabe gemacht hat der Instrumente. Das ist mit den digitalen Prozessen natürlich viel, viel einfacher. Ich weiß gar nicht, Sophia, hast du das eigentlich auch, die Bestellprozesse, macht ihr die auch digital? Also wenn ihr Material bestellt? Ja, wir auch. Ja. Und das ist total, also das ist ein Bereich, der ist super eigentlich, weil wir haben im Lager, haben wir ein iPhone liegen und dort werden dann quasi, wir haben alle Materialien mit einem QR-Code versehen und die werden da quasi ausgetragen damit und dann hat man im Programm sofort, sieht man, wo hat man Material zu wenig, wo muss man nachbestellen und das Programm generiert dann auch gleich Bestelllisten bei den Dingen und bei den Händlern, die man vorher hinterlegt hat. Also das hat sehr viele Vorteile, also gerade Bestellen in einer Zahnarztpraxis ist häufig echt schwierig und geht auch manchmal ein bisschen durcheinander und das macht es also viel, viel einfacher, diese Programme, die eben diese Materialverwaltung haben. Auch es läuft auch nicht mehr so viel ab an Material, was natürlich auch ein Punkt ist. Ne?
Hier wird auch gerade gefragt, auf deine Ausführungen gerade, ob ihr die QR-Codes selber erstellt habt für die Materialbestellung oder sind die dann vom System vorgegeben? Nee, die kommen aus dem System. Also man hat den Bestand im System und dann gibt es so einen kleinen Labeldrucker und der kommt dann für das jeweilige Material eben da raus und dann werden die etikettiert. Und wenn jemand was entnimmt, dann muss er eben an dem iPhone vorbei und eben einmal kurz scannen. Und dann ist das aus dem Bestand quasi aus dem Lager raus. Und das Programm zählt dann gleich, wann wieder eine neue Bestellung für dieses Material dann angestoßen werden muss. Also es ist schon super. Jetzt hast du ja so viel das Thema Bewerbung am Anfang schon angesprochen. Jetzt, was mich mal interessieren würde, wenn du jetzt, ja, natürlich bleibst du jetzt erstmal ganz viele Jahre noch in der Praxis, wo du jetzt angefangen hast, vor anderthalb Jahren, aber gesetzt im Fall, du würdest dich mal interessieren, dich beruflich zu verändern und woanders bewerben wollen, spielt das für dich eine entscheidende Rolle, in der Praxis zu gehen, die auch so Digitalisierung ja auch macht, also die auch so digital ist oder die, ne, also wenn es jetzt so eine Praxis wäre, die noch auf dem 80er Jahre, 90er Jahre Stand ist, ist das für dich ein No-Go, dass man sagt, nee, da gucke ich mir lieber, also suche ich mir lieber eine, die so ein bisschen, ja, die mit Paro-Status arbeitet, etc. pp., ne, ist klar. Also, wenn die offen sind, Dinge zu verändern, dann warum nicht? Also klar. Aber also grundlegende Dinge müssten eigentlich schon vorhanden sein. Also so wie zum Beispiel dieses digitale Röntgen und dass man nicht mehr nur ein Buch vorne liegen hat für die Termine und so weiter. Ne? Mhm. Also, dass man schon irgendwie vom Zimmer aus einen Termin mal vereinbaren kann, übers Buch oder wie auch immer. Also, das finde ich, sollte eigentlich schon sein. Aber ja, Paro-Status kann man sich ja zulegen. Und so solche anderen Geschichten, das kann man ja auch alles vielleicht irgendwie mit einbringen und positiv mit einbringen. Also nicht gleich sofort ein Ausschlusskriterium, aber man müsste da schon drüber sprechen, wie es in der Zukunft aussehen sollte. Ja, finde ich gut. Ja. Jetzt gibt es noch ein paar Fragen. Silvia, nochmal zu deiner zu deiner Materialbestellung. Welche Firma bietet denn sowas an, so ein Programm für den Materialbestand? Ja, also die Dentaldepots bieten das mittlerweile an, dass die eigene Programme haben. Wir arbeiten allerdings mit einem neutralen Programm, wo alle möglichen Depots eingepflegt werden können und das ist die Wavi-Box. Genau, und da sagt eine Kollegin auch schon mit der Inventur, ja, das wird damit viel einfacher. Ja, das glaube ich. Jetzt ist noch die Frage nach dem QM in einer digitalen Praxis. Das scheint ja dann auch etwas einfacher zu sein, oder? Ja, also ja, genau. Also wir haben auch dafür ein Programm quasi, was wir nutzen und wo wir alles hinterlegt haben und wo wir für alle Mitarbeiter alle Listen machen etc. Also das wird alles hinterlegt. Also wir arbeiten da also mit Charlie und da ist das also ganz wunderbar geregelt. Ja, das kann man gut machen. Wie macht ihr das, Sophia? Ja, wir haben das auch hinterlegt, nicht über unser Abrechnungsprogramm, aber normal auf dem Computer hinterlegt. Da kriegt jeder Mitarbeiter eine Einweisung, der neu kommt. Auch unsere Team-Sitzungsprotokolle und so weiter werden da auch hinterlegt und das kann sich halt jeder dann angucken, ne? Wenn er mal nicht da gewesen ist oder wie auch immer. Ja. Ich habe noch kurz einen Einwurf. Unser Scanner ist der Prime Scan von Dentsply Sirona. Ah, guck an. Hat eine Kollegin auch schnell geschrieben, ja. Ja. Sehr schön. Super. Ja, die Chefin sogar. Ah, ja, dann liebe Grüße. Tolle Mitarbeiterin haben Sie da. Ja, kann man direkt sagen. Also ich habe auch noch gesehen, jetzt hier noch zwei Kollegen haben sich gemeldet. Guck mal, die Carola Westrup, unsere Reaching-Referentin von Donnerstag. Genau. Auch schön, genau. Ja. Die sehen wir hier dann in 3 Tagen. Die schreibt noch, dass es mit Pro X-Log auch geht, diese Materialbestellung. Und Aera bietet auch sowas an von Yvonne Heinz. Also da gibt es ja mehrere Anbieter, man muss sich mal ein bisschen informieren, aber kann man eigentlich nichts falsch machen, denke ich mal, wenn man sich
Das ist, ich glaube, die wenigsten haben noch ein großes Lager oder wollen sich ein großes Lager leisten, vor allen Dingen, indem man, indem dann noch die Desinfektionsmittel in Kanistern stehen und zum Abzapfen und so. Naja, aber es ist ja jetzt, wir haben es ja alle gesehen jetzt in der Pandemie letztes Jahr. Das ist ja schon ein Riesenthema, wenn plötzlich Handschuhe ausgehen oder solche Sachen. Ne? Also also und gerade große Praxen, die hatten ja wirklich auch große Probleme, diese Dinge dann auch plötzlich zu beschaffen und die Preise sind gestiegen etc. Also da ist es gut, wirklich einen guten Überblick zu haben und hier einfach rechtzeitig dann auch nachzubestellen, ja. So, bevor wir jetzt noch was, das Moment, wir haben eine Firma Maple im Schrank, okay, also es gibt noch andere Firmen, Firma Maple. Gibt doch ganz viele, ja. So, bevor wir jetzt hier noch weiteren Firmennamen denken, muss ich nochmal jetzt die Nummer durchsagen, damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier, ich klicke da jetzt mal hin, auch dann eine Teilnahmebestätigung bekommen können. So, jetzt kommt gleich die Ziffer. Alle am besten einen Stift zücken und aufschreiben. Ansonsten kann man das sich natürlich auch bei YouTube angucken. Ab morgen wird das dann auf unserer Seite sein, auch auf unserer Webseite. So, das ist die Zahl. 6 richtige. Also die 327184. Und ich klicke jetzt auch nochmal zurück zu der Folie, wo die E-Mail-Adresse steht, damit man weiß, an welche Adresse man das schickt. So, also die 327184. Ich lasse noch mal kurz eine Sekunde stehen, sonst wird das zu kritisch hier. Es sei denn, jemand wird alle sagen, sie haben es jetzt gesehen, dann kann man sich im Chat gerne melden. Ansonsten zeige ich es gleich noch mal. So, dann gehen wir mal zu der Folie zurück. So, genau, das ist die E-Mail-Adresse team@erzeverlag.de. Komm, ich habe jetzt auch diesen Zeiger hier. Das darf ich jetzt? Das geht ja jetzt hier. Da steht die Adresse. team@erzeverlag.de, einfach einen Betreff Webinar oder Webinar Digitalisierung oder Digitalisierung schicken, dann die Nummer in die Mail und dann kriegen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer diese wunderschöne Teilnahmebestätigung, wo man nur noch seinen Namen eintragen muss. Mhm. Genau. Ja. Also, dann würde ich sagen, vielen Dank an euch beide. Ich klicke jetzt nochmal zurück, dass man uns auch sieht. So, ja, wunderschön. Vielen Dank, das war wirklich sehr schön, informativ und auch, wie immer toll, unsere Zusammenarbeit, DGDH und Deutscher Ärzteverlag, nette Team. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Donnerstagabend alle wieder hier, 19 Uhr. Ja. Diesmal mit Carola Westrup und dem Thema Bleaching, dem zweiten Versuch. Und diesmal klappt das auch, bin ich mir ziemlich sicher. Zumindest hat ja heute alles hier funktioniert, ne? Das kann ja dann gar nicht mehr schief gehen. So, ne, hier toi 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 und so. Und dann, ja, vielen Dank, schönen Abend allen. Wenn noch Fragen sind, einfach eine Mail schreiben, entweder an team@erzeverlag.de oder auch an die Sophia selber. Sie hat ja auch noch ihre E-Mail-Adresse angegeben gehabt, wenn jemand noch mal eine Frage zu dem zum Scanner oder was auch immer hat, ja. Und dann würde ich sagen, ansonsten, wie gesagt, sehen wir uns am Donnerstag und vielen Dank nochmal. Ja. Also, tschüss an alle und ich freue mich auf Donnerstag. Das ist so die Webinar-Woche, ne? Jeden Abend, fast jeden Abend haben wir was vor. Jeden Abend. Und? Könnte man sich dann gewöhnen, ne? Wenn wir nicht noch arbeiten müssen nebenbei. Richtig, genau. Alles klar, okay. Tschüss, Dankeschön. Ja, tschüss. Ciao. Ciao.